So, und da sind wir wieder bei Dead Space. Endlich wieder mit mir. Ja. Aber was heißt hier endlich? Ja, ich musste letzte Folge alleine spielen, weil keiner von denen wollte. Oder keiner da war. Und, die Viecher hat mein Bruder natürlich noch nicht gesehen, die hier kommen. Aber anscheinend wird er die auch nicht zu sehen bekommen. Ja, da kamen neue. Die Viechers. Ja, da kamen neue Viecher. Viechers. Ja, du sagst Viechers. So, hier geht's lang. Ich denke mal, gerade ist das Raumschiff explodiert. Das könnte Ende der Schwerelosigkeit. Sein. Hier ist immer noch Vakuum. Okay, ist vorbei. Das nervt schon ein bisschen. Da kommt doch jetzt sicherlich was raus. Ach, das sind die Viecher. Das sind solche hyperaktiven Speed-Viecher. Die erinnern mich an jemanden, den ich kenne. Ja, den kenne ich wahrscheinlich auch, ne? Ja. Neues Objekt. Ich wäre schwer dafür, dass wir uns, weil ich ja schon so viel Geld habe, den Medipack groß ein bisschen öfter kaufen. Nein, hol dir einen Anzug. Inventar ist voll. Ich hab doch alle Anzüge. Hol dir eine neue Waffe. Ich brauche auch keine Waffen, das ist Geldverschwendung. Waffen sind cool. Eben nicht. Doch. Hab ich schon in den letzten Folgen gemerkt, dass das voll scheiße war mit Waffen. Je mehr Waffen du hast, desto mehr Muni musst du mit dem rumtragen und dann hast du irgendwann Muni für Waffen, die du gar nicht einsetzt, weil setz viel öfter meinen Plasma-Cutter ein, der hat übelste Stats. Kapitel 9, Tod bei Ankunft, abgeschlossen. Den Plasma-Cutter habe ich voll aufgewertet. Kein Achievement. Hä, wofür ein Achievement? Kapitel 9, abgeschlossen. Das ist Origin. Und das Spiel ist alt. Das Ende aller Tage. Das hört sich ja schon sehr final an. Nein, sehr freundlich. Gut, Tod bei Ankunft hört sich auch ein bisschen sehr nach Ende an. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Okay, hier scheint so eine Art Kult zu sein. Ja. Das da sah eben voll aus wie eine alte Frau für mich. Läuft bei denen. Ne, die sitzen ja. Das hat der neue Style. Bänder um den Kopf. Ha. Ist besser als zwei Finger am Kopf, oder nicht? Nee. Doch. Auf jeden Fall. Besser Bänder am Kopf, als Selbstmord zu begehen. Aha, hier scheint es anscheinend um diesen Kult zu gehen. Das ist anscheinend so ein Zeitungsartikel. Das Hipsterblatt. Wie gesagt, ihr könnt euch immer das Video pausieren, wenn ihr das durchlesen wollt. Ihr könnt euch immer das Video pausieren. Und wenn ihr richtig schnell seid, könnt ihr das auch einfach so durchlesen. Fortsetzung auf Seite 94, okay. Direkt mal wieder speichern. Ja. Da geht's lang, dann gehe ich hier lang. Ich wette, hier komme ich nach.
Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, weil alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint. Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation, Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit! Nehmen Sie sie an! Heißen Sie sie willkommen! Überführung eines wahren Gläubigen. Deswegen hast du dem also den Mund zugeklebt, den gefesselt und auf den Stuhl gesetzt. Und ein Messer in den Kopf gehauen. Ja, das hat er bestimmt gewollt. So will das bestimmt die Kirche. Die Kirche, scheiße. Hey. Dann stecke ich gleich selber mal ein Messer in den Kopf. Ist der Typ jetzt so ein Speed-Typ? Erweiterte Fußfesseln. Die finden Weg zu mir. So, jetzt warte ich, dass du aufstehst, Kuppel. Oh ne, da hinten steht gerade oben. Ach so, das war doch kein Typ. Das war die Frau, dein Messer. Der Typ steht nicht auf. Ist tot. So. Dem geht's gut. Glaubt mir. Er hat's überlebt. Ich habe übrigens bemerkt, ich musste bis jetzt noch keinen wirklichen Schuss abfeuern. Doch, musste ich. Anscheinend schwimmen die Wale wieder hier. Ne, das ist der riesige Typ. Die Techno. Die Techno. Und die Dubstep auch. Ne, die Dubstep auch. Ja. Wir machen hier eigene Namen. Kannst du mir eigentlich mal Dubstep vorsingen? Das kann man wirklich vorsingen. Die Leute dies tun. Die machen irgendwie ein komisches anderes Dubstep. Mich hört sich das nicht anders an. Boah, könnt ihr mal aufhören, ihr eiternden Fußfesseln? Ihr nervt mich ja schon in der normalen Form. Ihr eiternden Fußfesseln? Erweiterten Fußfesseln. Weißt du nicht, was die Fußfesseln sind? Hier kam eiternde Fußfesseln. Säg euch in Stücke. Das sollte man auch zu seinen Freunden und Klassenkameraden sagen. Die trauen einem dann auch hundertprozentig über den Weg. Das war der Ripper, oder? Das war der Ripper, ja. Das beste Teil für Donkey Kong. Wobei ich bemerkt habe, dass ich mit meinem jetzigen Plasma-Cutter kann ich eigentlich viel besser den töten. Ach, du bist es. Typ an der Wand. Mit Magenproblem. So, ich habe irgendwas gefunden. Wahrscheinlich von den drei Teilen, die ich suchen sollte. Jetzt erstmal einen saufen. Ne, da geht's lang. Schön die Kiste mitnehmen. Hier kommt mir doch jetzt was entgegen. Wahrscheinlich, wenn ich den Typen hier oben gelassen hätte, dann wäre der lebendig geworden.
Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Ich komme. Den Klempner in die Sicherheitsstation lassen. Also der Klempner in Sicherheitsstation. Immerhin besser als Klempner im Schloss. Wir wissen ja alle, was das dann heißt. Ah, Mr. Da. Oder Mr. B. Was ist? Nee, du weißt doch, wer so heißt, oder nicht? Warum nenne ich diese Hasen eher als ein Baby? Das sind doch keine Hasen. Jetzt nicht mehr. Das ist scheiße. Explodierende, schießende Scheiße. Mit einem Feuerlöscher in der Ecke. Ach ja. Explosion! Ekelhaft. Aber nahrhaft. Oder? Ekelhaft. Er ist es. Es ist ekelhaft. Dann geht's jetzt runter. Was steht denn da bei Max Lass? So. 2600 Kilogramm. Ich glaube, ich passe hier gerade so drauf. Auch wenn ich im Fliegengewicht bin. Oh, das war jetzt doch schon mal wieder nichts. Die Erhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Ein Mammut! Wo? Hast du das auch gehört? Mhm. Kommt da einfach mal ein Mammut. Wir sind im Weltraum. Und da kommt ein Mammut. Oh. Gut, das ist jetzt ein komisches Mammut. Wow! Ein schönes Mammut. Das ist ein Riesenpenis und kein Mammut. Nicht du schon wieder. Immer diese Riesenpenis-Passage. Sieht der eigentlich nicht selbst? Nein. Aber es ist schwierig, so zu ziehen. Ich hab's aber noch geschafft. Gerade eben. Ja. Kannst du der Stuhl, der war mir übelst im Weg. Ich konnte gerade nichts sehen. Kannst du da reingehen? In das Loch? Ja. Ich glaube nicht. Kannst du es versuchen? Irgendwie habe ich nicht das Verlangen, dort reinzugehen. Ich habe gedacht, nachdem ich dieses riesige Viech da zerstört habe, kommen keine von diesen komischen Riesenpenissen mehr. Flipzüge. Ja, einfach nur runterziehen. Jetzt geht's wieder zurück. Irgendwie passiert hier relativ wenig. Das mit diesem Riesenpenis war auch nur da, damit hier der Weg nicht so langweilig ist. Mr. D, lass mich in Ruhe. Bin gerade nicht für den Kampf in der Stimmung. Die war jetzt leicht, ne? Oh, der Fettsack und der schnelle Typ. Zusammen sind sie. Der fette, der schnelle Typ. Nein, das tolle Duo. Und Mr. Stinky, keine Ahnung. Der sieht stinkig aus. Fehlfunktion.
Position der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Ja, den rufe ich gleich an. Keine Panik. Kümmere mich drum. Ah, hau ab, du Fettsack. Kannst du nicht gegen die Feuerlöscher schießen? Und da hinten sind auch wieder Babys. Ich habe keine Ahnung. Nein. Ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch nicht der super starke, oder? Scheint ja nicht. Super unsiegbar. Hey, der hat da was liegen lassen. Stasepack und? Fehlfunktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme. Zustand bedrohlich. Bitte sofort Wartungsspezialisten kontaktieren. Lass mich in Ruhe. Ich brauche Luft. Schnell hier rein. Ende des Vakuums. So. Ach, ich muss hier sogar lang. Ich habe gedacht, ich könnte noch eben kurz zurück hier drin bleiben und dann wieder in den Raum zurück. Aber wenn das so ist. Ich habe gedacht, ich müsste jetzt so was wie einen Schlüssel da rein tun, wie ich das eben schon gemacht habe. Hier bei dem Aufzug. Aber anscheinend muss ich nur wieder durch den Aufzug und nach oben. Da passiert ja immer noch nichts Gruseliges in solchen Aufzügen. Kakarot. Wir sehen uns wieder. Oder auch nicht, du bist gerade abgehauen. Und ja, die Viecher heißen Kakarot, weil die dieses Teil da an dem Arm haben. Das wie Kakarot aussieht. Der kommt mir jetzt bestimmt gleich. In den Rücken. Nein, von vorne. Hier, Kakarot! Und er weitert die Fußfessel. Und Kakarot. Das war alles. Dann kann ich ja weiter. Gemeinschaftsräume. Yeah. Können wir da Gemeinschaftsspiele spielen? Wie Monopoly. Mit den erweiterten Fußfesseln Monopoly spielen. Oder Twister. Twister. Gerade das könnten die wahrscheinlich super gut. Oder Schach. Schach. Ja. Das sieht so aus, als würde er gerne Schach spielen. Für mich sieht er so aus, als wenn der gerne auf dem Boden liegt. Zero G Basketball. Zero Gravity Basketball, also keine Schwerkraft Basketball. Ja, das könnte cool sein. Könnte. Aber das Problem ist halt, wenn du mit dem Ball halt vorwärts kommen willst. Anzug Level 5. Ach, den gibt's. Sowas gibt es? Gleich mal kaufen. Ja, hoffe ich, dass ich das gleich mal kann. Textlog, bla bla bla, das mit dem G-Basketball. Wenn du es jetzt spielen könntest. Das wäre cool. Das sieht aber aus, als wenn man das hier spielen soll. Ja, dann spiel's mal. Nee, ich würde empfehlen, dass wir den Part beenden und das im nächsten Part machen. Aber vorher hole ich mir noch meinen erweiterten Anzug. Der Erweiterung. Ja, ich denke mal, das wird der letzte Anzug sein. Mit Erweiterung. Ich habe eigentlich schon gedacht, der vierte würde der letzte sein. Und ich wurde gerade angeschrieben.
Darum kümmere ich mich gleich. Der Shop ist hier. Der chinesische Shop. Der chinesische Shop. Wieso auch immer. Anzug Level 5. Kaufen wir den. Und wir wissen ja, was das heißt, was ich jetzt gleich machen muss. Upgrades, Leute. Nein, das meine ich nicht. Da, 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 da. Du weißt, was das heißt? Irgendwie hat sich da kaum was verändert, oder? Doch, der Helm. Ja, wow. Das hilft mir. Und vorne die Kappe wird sich verändert haben. Das wird mir grandios helfen. Hier sind auch noch an der Seite welche dran gekommen. Ja, ich würde mal empfehlen, mich jetzt irgendwo zu speichern. Ja, wenn ich was finde. Kann ich eigentlich auch in dem hier drin speichern? Anscheinend nicht. Dann gehe ich wieder dort oben hin. Und ich wurde gerade wahrscheinlich angeschrieben, weil ich vielleicht noch was aufnehmen sollte. So. Ja. So. Ich würde dann mal sagen, das war's für die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.